Freunde, willkommen zurück zu Zelda Twilight Princess. Wir stehen jetzt hier vor der letzten Boss-Tür, dem Endboss in diesem Spiel, Ganondorf. Ganon, je nachdem, wird wahrscheinlich beides sein, denn es sind zwei unterschiedliche Charaktere, muss man wissen. Ganondorf ist die menschliche Gestalt und Ganon diese Schweinform da, ne? Für die, die das nicht wissen. So, würde ich sagen, gehen wir dort hinein und schauen mal, was uns dort erwarten tut. Let's go. Komm her, Ganon, ich werde dir zeigen. Uha. Ah, jetzt sind wir hier ganz oben am Schloss angekommen. Gucken wir mal, was uns erwartet. Ich denke mal, das hier wird der vorletzte Part sein, weil ich weiß nicht, wie lange der Endkampf gehen wird. Also ich schätze mal, dass es noch zwei Parts werden. Ja, also das ist jetzt sozusagen dann der vorletzte. Wenn der Kampf länger dauert als gedacht. Ich denke mal schon, weil das ist der Endkampf, die dauern eigentlich immer ein bisschen länger. Werden wir gleich sehen. Da ist Zelda. Hat die nicht ihren Körper eigentlich mit mir gegeben? Oder so? Seid willkommen in meinem Palast. Hallo, Ganondorf. Du bist also dieser Ganondorf? In Smash Bros. Bist du scheiße. Scheiße langsam. Laut Tio ist er auf der letzten Platz. Ich kenne auch Leute, die mit Ganondorf gut abgehen. So, unser langsamer Captain Falcon. Wie schön, dass man sich endlich kennenlernt. Grins, ihr lächerlichen Schattenwesen. Die Götter wollt ihr besiegen. Eurer Kraft, die dann so kräftig doch nicht war. Mir hat das nur genützt. Die Schmerzen, die euch widerrufen, nährten meine Macht. Und es war euer Zorn, der mich zum Leben erweckt hat. Was eurem Volk gefehlt hat, war ganz einfach Kraft, sagte der Mann mit dem Dreifrohr der Kraft. Ich sehe schon, wo ich ihn angreifen muss. Der leuchtet da so lustig. Die absolute Kraft, die den Auserwählten der Götter vorbehalten ist. Nur der diese Kraft besitzt, ist würdig, König aller Könige zu sein. Du bist so arrogant! Wenn du denkst, du bist der Auserwählte, der über die absolute Kraft verfügt, dann werde ich dir trotzen mit allem, was mir zur Verfügung steht. Also Link. Die Schatten fühlen sich gebunden durch die Kraft des Lichts. Wie äußerst amüsant. Beginnen. Nun gut, versucht nur mir zu trotzen, wenn ihr könnt. Stellt euch mir entgegen mit eurer Freundschaft und euren sogenannten Werten. Pah! Midna, stop! Boah, der Port ist real. Natürlich kann er fliegen. Ach nee. Was ist da los? Oi, 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 oi. Ich habe das Gefühl, dass Ganon sich jetzt in Zelda verwandelt hat. Yep, interessant. Das gab's auch noch nicht. Wie töricht, gegen einen König zu rebellieren, der über Licht und Schatten herrscht. Herrscht. Aber es sei, so spürt den Zorn des Königs am eigenen Leib. Der fliegt, der wird wahrscheinlich Bälle schießen, ich muss sie zurückschlagen. Ganons Marionette Zelda. Okay, let's go. Ja, dachte ich mir schon. Zu langsam.
Okay, ich muss etwas früher zuschlagen. Wow! Das zieht mir erstmal ein hartes Herz ab. Komm, schieß, trau dich. Du sollst so einen scheiß Ball schießen, Junge. Ich will ihn zurückschlagen. Das ist gemein, der kann mehrere Moves. Ach komm schon! Könntest du jetzt bitte mal wieder so eine Kugel schießen? Ich will sie zurückschlagen. Wirf du mal vom Netz von mir. Shit. Okay, ja, ich lag schon mal richtig mit dem Zurückschlagen, weil das ist bei den gängigen Gegnern eigentlich immer so. Normalerweise fällt die dann runter und ich darf sie verprügeln. Das war jetzt aber nicht der Fall. Okay. Na, willst du nochmal das Ranstoßen machen? Nee, Kugel. Bam. Bam. Nein! Ich verliere im ersten Kampf schon 5 Herzen. Dabei ist der Kampf eigentlich einfach. Ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwas machen muss. Probier ich dann nochmal. Zum Beispiel ranziehen oder so mit einem Enterhaken oder so. Jetzt kommt nochmal die Dings. Oh. Da will er tricksen. Ich habe ja noch 2 Feen dabei. Ui, 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 ui. Komm schon. Kugel. Ich bin so klug. Diesen Move kann ich irgendwie nicht leiden. Oh, ich bin so schlecht, Alter. Wie ich einfach schon die Hälfte meiner Herzen bei der ersten Form verliere. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Form dieser Scheißgeist hat. Die Marionette scheine ich besiegt zu haben. Ich hätte vielleicht zwischendrin einfach mal vielleicht kann ich jetzt die Vasen noch kaputt machen, die da waren. Na, Midna, was geht? Ach, jetzt zieht sich schon diesen komischen Helm an. Wow. Ah, die wird diesen Vieh da. Ist das jetzt wieder normale Zelda? Sieht so aus. Och, uff. Das war's aber noch nicht. Das wäre zu einfach gewesen. Wenn das der Endkampf gewesen wäre. Und ich denke mal, das war er noch nicht. Boah, Alter, dat fesche Grinsen. Das sieht jetzt nach Ganon aus. Ja, das ist Ganon. Hallo, Ganon. Schattenbestie Ganon. Also, den Dings mit dem Ball konnte... Wow, der rennt mich um. Muss ein paar Herzen holen. Die Pfeile. Bringt mir nichts, wenn du mir ein Herz abziehst.
Herz haben. Wie soll ich denn jetzt eigentlich Schaden machen? Das täte mich mal interessieren. Also es sieht so aus, als ob ich ihn an den Kopf schießen müsste. Oh shit. Der kann sich portieren. Scheiß Pfeilvase. Wo ist er denn jetzt hin? Bist du? Ach da. Ich muss erst mal überlegen, wie ich den jetzt angreifen soll. Weil ich kann ihn nicht markieren. Also anvisieren. Das andere ist ein Dings. Also, der Gegner ist der Schweinlink. Und wenn Schweine einmal laufen, dann halten sie nicht mehr an. Das ist ihre Natur. Um ihn aufzuhalten, musst du ihn irgendwie verwirren. Soll ich ihn verwirren, bitte? Soll ich den verwirren, bitte? Ha, gute Frage, nächste Frage. Hallo, Gannon, was soll ich tun? Tell me! Was habe ich denn noch so viele Items, die ihn eventuell verwirren könnten? Ich habe keine Ahnung. Das bringt schon mal nichts. Wie soll ich den bitte verwirren? Ich kann ihn maximal gegen die Wand laufen lassen. Das bringt schon mal nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was soll ich tun? Also. Ah ja. Okay. Aua. Wow! Warum fällt der auf mich drauf? Oh Gott, diese Kamera! Ich finde das schon wieder. Wie ich ihn nicht getroffen habe. Oh Gott. Nein! Wie schnell steht er wieder auf? Ist klar, Alter. Steht er wieder auf mich drauf, ist wahrscheinlich. Ja, fast. Oh Gott, ich bin schlecht. Sehr schlecht. Thank you.
gegen das und den. Okay. Böse Ganon Bestie, wie bist du? Ist das Tor, was blau wird, darum kommt doch raus. Oh! Wie er mich getrollt hat. Da hat er mich getrollt. So schnell kann ich gar nicht schießen, das ist doof. Moment, was jetzt? Hat seine Taktik geändert. Jetzt lässt er sich nicht mehr täuschen. Wird schwer werden, ihn zu besiegen. Aber gegen Tiere lässt man am besten Tiere antreten, oder? Ich hätte da eine Idee. Okay. Was wäre deine Idee? So, der Chart. Irgendwas hätte ich drücken müssen. Okay. Irgendwas hätte ich drücken müssen. Okay. Ich schaff das. Hä, hey, was? Hab ich doch gemacht? The fuck? Greifen und dann werfen, hab ich doch gemacht. Da muss ich einfach ganz schnell hin und her klicken. Das kann natürlich auch sein. Ah. Sollte mich dann vorher verwandeln, ist glaube ich besser. Okay, mach das jetzt nochmal. Ah, sieht so aus. Da ist die Sau. I throw. Und das und den. Okay. Zweite Form ist dann auch besiegt. Denke ich. Weiß nicht, ob es das schon war. Werden wir gleich sehen. Was geht ab? Ach, jetzt geht die Kraft wieder zurück zu Zelda, die sie gegeben hat. Pri, Prinzessin. Ich. Sag jetzt nichts mit mir. Es war zwar nur für eine kurze Zeit, aber euer Herz und meins waren eins geworden. Was waren denn meine Leiden verglichen mit denen, die ihr auf euch genommen habt? Das war's noch nie. Na, wird er da nochmal drauf reinfallen? What? Hat die uns jetzt weggeportet oder was?
eisekalt, die Frau. Speer. Der Speer ist real. Oh, jetzt geht's auf dem Pferd weiter, wa? Eisekalt, der Mann. Jetzt packt das Schwert aus. Ihr Lichtgeister, die ihr eure Macht der ganze Welt erstrahlen lässt, ich bitte euch. Verleiht mir die Kraft des Lichts, auf das das Böse besiegen möge. Boah, der Teleport. Ah, okay, die vier Lichtgeister. Kriege ich jetzt Lichtpfeile? Oder Zelda. Ja, Lichtpfeile. Der Klassiker, um Ganon zu besiegen. Link. Du bist der auserwählte Held. Leih auch du mir deine Kraft in diesem letzten Kampf. Okay. Let's go. Denke ich. Hm? Ich werde versuchen, Ganondorfs Bewegung mit den Lichtpfeilen zu verlangsamen. Link, lenk du ihn ab, aber bleib nah genug an ihm, dass meine Pfeile ihn erreichen können. Okay, das machen wir erst im nächsten Part. Haha, Cliffhanger. Okay. Also machen wir dann gerne im nächsten Part weiter. Mal gucken, wie lange das dann noch dauert. Ne? Und dann würde ich sagen, bis dahin und ciao, ciao.